So, jetzt geht's hier in die Tiefensteinkrypte rein, um die Kiste zu holen, die man halt mit einem Trick sozusagen holen kann. Und unterstützen tut mich hier Sven, weil er schon mehrmals gefahren ist. Und ich werde dann gleich sozusagen hinterherfahren, das zeigen. Ich werde das ab und zu ein bisschen cutten und so. Aber gleich mal gucken, was abgeht. Als erstes müssen wir hier die Gegner alle legen, die hier vorne sind, damit das wenn die Schleuse aufgeht. Dann müssen wir zu der ersten Bubble hin, dort den Sparrow hinstellen, draußen raufsteigen. Und dann können wir halt ohne Schaden losziehen. Und ja, das werde ich alles nach und nach zeigen. Der Weg ist ein bisschen schwerlicher, das muss ein bisschen üben. Und das ist mein First Try hier. Und ja, mal gucken, wir werden fahren. Viel Spaß beim Zugucken. Und jetzt hier mit Sven wieder reden. Ihr hört ihn nicht, aber ihr müsst ja eh nur wissen, wo es hingeht. So. Okay, dann losgehen. Sie müssen aufgehalten werden. So. Ja, ich weiß. Das mag ich nicht. So, man sollte übrigens auch ein Power Level mindestens 1220 haben. Das würde ich vergessen, wenn ihr allein unterwegs seid. Weil sonst kriegt ihr nämlich nur auf den. Obwohl, ich kann natürlich auch schnell bewegen. Deswegen lieber ein höheres Power Level haben. Ist besser. Mehrere Spiele ist natürlich einfacher. Ich gehe schneller. Wie wir wissen, kann man nicht dann in den Nachtschein, wenn er bei der Kiste angekommen ist. Also hier öffnet sich die Schleuse. So, dann kommt die nämlich gleich. Ich spiele die Bubble. So, jetzt ist es ein bisschen langsamer hier den Weg. Aber eigentlich ist das ja linear hier. Oder das wären ja auch, ne? Sehen und in die andere Richtung. So, ab und zu backt auch hier das die Tür angeblich. Wenn es backt, dann müsst ihr nochmal neu anfangen. So, hier ist die Bubble, die euch schützt. Jetzt müsst ihr hier rausfahren. Sven zeigt das mal eben kurz. Genau, außen hinstellen, aufsteigen und dann habt ihr den Waffe. Wenn ihr nicht so rausgeht, kriegt ihr Kälteschaden, Frostbeule, wenn er steht, da geht es nämlich nicht. So. So, jetzt kriege ich nämlich keine Frostbeule mehr. So, und jetzt geht es gleich los mit dem Losfahren und das zeige ich dann gleich im nächsten Bit. Ich kann das auch, warte mal, ich kann das mal wieder an. Und gleich wieder zurück. So, jetzt geht's los. Sven fährt vor. Also halbwegs, wahrscheinlich kann ich aus den Augen verlieren. Mal schauen. Aber ihr könnt auch mal Zeit lassen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr sterben. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und ja, mal gucken, wie weit wir jetzt hier gleich kommen. Ich zeige es natürlich so langsam, wie es geht. Also man kann eigentlich direkt den Bomben folgen, sozusagen. Da sind halt diese... Man kann es auch so schaffen, ja, aber nicht dagegen erlegen. Laterne. Nächste Bubble. Ist eigentlich eine Map, ne? Ihr könnt euch Zeit lassen, kriegt ihr eh keinen Damage, also von daher ist eigentlich ganz gut. Gucken, wenn das gepatcht wird. War. Läufer, glaube ich.
Dreier-Laternen hier. Links. Da ist der. Ach, da hinten hat man einen Läufer drin. Ist ein Läufer irgendwo? Man hört ihn auch schon. Mal Bomber. Ja, Bomber. Weil da hinten ist nämlich der Bomber. Oh. Da muss ich nicht hoch. Da ist die Kiste. Ja, geil. So, wir brauchen nämlich die Eroberungsbeute, um halt Sachen zu kaufen. Rüstungskern natürlich hier auch, aber ich kriege nichts anderes, weil ich den Raid noch nicht gespielt habe. Und ja, der Weg war ein bisschen durcheinander, aber ist nicht okay. Könnt euch Zeit lassen, wie gesagt. So geht das. Danke an Sven. Und dann, ja, viel Spaß beim Kiste holen. Reingehauen und tschüss.